Anastasios Donis hat derzeit einen schwierigen Stand beim VfB Stuttgart. Der griechische Angreifer ist nur die zweite oder dritte Wahl. Im Auftaktspiel der Liga wurde er von Trainer Tayfan Korkut gar nicht erst für den Kader nominiert. Dieser pochte zwar auf taktische Gründe, doch klar ist, andere haben derzeit die Nase vorn. Für 4 Millionen Euro wechselte Donis im vergangenen Jahr von Juventus Turin zum VfB Stuttgart, konnte sich seither jedoch nicht so recht bei den Schwaben durchsetzen. In der abgelaufenen Saison sammelte er 18 Einsätze in der Bundesliga, doch nach der Demission von Hannes Wolf blieb er von Februar bis April auf der Bank. Nachfolger Korkut gewährte ihm erst ab dem 31. Spieltag wieder Spielpraxis, wobei Donis besonders beim 4:1-Erfolg gegen Bayern München mit einem Tor und einer Vorlage glänzte. Ich hatte etwas Pech, dass ich mich direkt nach meinem ersten Tor verletzt habe und dann 2 Monate raus war, resümierte der 22-Jährige, der aufgrund einer Schulter-Eckgelenkssprengung von Oktober bis November vergangenen Jahres fehlte. Gegenüber dem Kicker muss derzeit auf seine Chance warten. Anastasios Donis nach dem Kurzeinsatz bei der Pokalniederlage gegen Hansa Rostock 0:2 und der Nicht-Nominierung für den Liga-Auftakt bei Mainz 05 0:1 machten erneute Wechselgerüchte die Runde, doch offenbar strebt der variable Angreifer etwas anderes an. Grundsätzlich ist es einfacher, zu beginnen. In 15 oder 20 Minuten all seine Qualitäten zu zeigen, ist schwieriger. Ich sah schon vergangenes Jahr über einen längeren Zeitraum auf der Bank. Natürlich habe ich mir mehr erwartet, aber ich muss einfach noch härter arbeiten. Mein erstes Ziel ist die Startelf. Korkut nüchtern, das ist Profifußball, er habe gezeigt, dass er dem Team helfen kann und will, doch Korkut scheint aktuell auf seine Dienste verzichten zu können. Der 44-Jährige plant im Angriff mit Mario Gomez und Nicolas Gonzalez, der in der Vorbereitung regelmäßig aufblühte. Auf den Außenbahnen erhalten Erik Tommy und Christian Gentner den Vorzug und auch Rückkehrer Daniel Bedavi hat derzeit die Nase vorn. Bleibt seiner Linie treu, Tayfan Korkut. Ich habe den Kader für Mainz so zusammengestellt, wie ich es für richtig gehalten habe. Mehr war da nicht, wird der Trainer in den Stuttgarter Nachrichten zitiert. Demnach habe er das Spiel dominant gestalten wollen, einen schnellen Stürmer wie Donis dabei nicht in seine Planungen mit einbezogen. Dennoch steht ein Transfer für die Verantwortlichen nicht zur Debatte, für uns ist es überhaupt kein Thema, ihn abzugeben. Die Bundesliga ist ein Marathon, da werden wir noch jeden gebrauchen. Das haben wir in der vergangenen Saison gesehen. Ohnehin machte Korkut deutlich, das ist Profifußball. Andere Clubs haben 25 oder 30 Mann Kader. Da sitzen jede Woche 10 draußen.